Yo Leute und herzlich willkommen auf dem Player Sub Channel. Ich bin euer Silphi. Bevor ich mit dem Video anfange, ich habe gestern einen Fehler gemacht in meinem Video. Yo Leute und herzlich willkommen auf dem Player Sub Channel. Ich bin euer Silphi. Wir gehen heute Patch 8.21 durch. Das ist der letzte Patch für diese Season. Das bedeutet, auf diesem Patch müsst ihr nochmal alles abusen, was geht, um auf eure Wunsch-Elo hinzukommen. Und zwar soll der Preseason-Patch 8.23 sein. Ich dachte, die Season wird auf 8.21 enden. Das bedeutet, wir könnten noch ein Patch bekommen, bevor die Season endet. Ja, ist ein Unterschied. Die Season kann früher enden, als der 8.23er-Patch kommt. Nur, dass ihr dort Bescheid wisst, dass ich dort einen kleinen Fehler gemacht habe. Aber ja, wir sind ja bei dem Preseason-Developer-Update Nummer 3. Und dort erfahren wir in vielen Details, was uns in Season 9 erwarten wird. Ich bin den Text schon vorher durchgegangen und gefühlt 90% davon ist actually gut. 10% ist Bullshit. Und es ist auch eine, also vielleicht übertreibe ich auch ein bisschen, aber es wird eine Meta sein, die nicht den meisten von uns gefällt, so wie Riot es jetzt geplant hat. Alles, was ich hier sage, sind nur Testideen bzw. Testnummern von Riot aus. Das bedeutet, es könnte sich jederzeit etwas ändern. Aber gehen wir das Ganze doch einfach mal Step by Step durch. Und zwar der erste Punkt, den Riot anspricht, ist, dass die Laning Phase länger werden soll. Und ihre Ziele haben sie auch aufgeschrieben. Ziel Nummer 1. Tower soll nicht mehr nach einem schlechten Recall oder einem guten gegnerischen Jungler Gank fallen. Early Game aggressive Spieler sollen nochmal extra belohnt werden. Schlechte Matchups sollen sich nicht direkt wie ein FF anfühlen. Und man soll in der Lage sein, auch in schlechten Matchups länger unterm Tower lasten zu können. Der Erfolg bzw. die Niederlage einer anderen Lane soll weniger Einfluss auf einen selbst haben. Und Riot möchte haben, dass man Pi mal Daumen das erste Item während der Laning Phase fertig hat. Mein erster Gedanke, als ich mir das durchgelesen habe, ist einfach nur, pick einen Early Game lastigen Champion und bully den Gegner wirklich so lange es geht, um ihn maximal auszubeuten und auch um wirklich maximal selbst auf so einen harten Snowball-Punkt zu kommen. Aber schau uns doch einfach mal an, wie Riot vorhat, ihre Ziele in das Game reinzubringen. Also Riot möchte das Ganze so umsetzen. Jeder Tower, zumindest glaube ich, dass es jeder ist oder nur die T1 Tower, bin ich mir jetzt selbst nicht ganz sicher, ich tendiere immer gerade auf T1, soll 5 Schilde bekommen. Diese Schilde heißen Plating. Zerstört man ein Schild, kassiert man extra Local 160 Gold. Das bedeutet, weil es 5 Schilde gibt, kann man insgesamt 800 Gold extra kassieren. Pro Tower. Sollte man aber eins der Platings kaputt machen, wird das nächste um einiges tankiger. Das heißt, man könnte nicht theoretisch in einem Rush alle 5 Platings abholen. Alle Platings verfallen aber so oder so ab Minute 14, zumindest jetzt in diesem Moment. Leute, soll ich sagen, was das für mich bedeutet? Hier wieder mein erster Gedanke zu dem Thema. Pick 3 Winning Lanes, Gank als Jungler, jede Lane Step by Step und gönn dir das Local Gold vor dieser 14. Minute. Weil sich jedes weitere Plating zu holen wird schwieriger, weil die immer tankiger werden. Bully die Gegner straight up für 14 Minuten und Snowball einfach gigahart ins Midgame rein. Kann sein, dass ich das hier ein bisschen übertreibe, so gesehen, aber das bedeutet für mich schon mal, kack auf Scaling Champions, pick einfach Early Game und crush die Scheiße aus dem Gegner raus. Das zweite Thema, was wir haben, sind die Runen. Das habe ich schon, glaube ich, mehrfach besprochen, aber das hat auch sein eigenes Video, deswegen mache ich es auch hier nochmal ganz schnell. Ihr könnt eure Runen picken, wie ihr wollt. Eure Bonus-Stats sind nicht mehr von den Runen selbst abhängig, denn ihr habt jetzt 3 Stat rein. Die erste Reihe ist offensiv, ihr könnt entweder AD oder AP mitnehmen, ist halt Adaptive, Attack Speed oder Scaling Cooldown Reduction. Die zweite Reihe ist offensiv oder defensiv, ihr habt halt AD bzw. AP, Armor oder Magieresi. Und die dritte Reihe ist defensiv mit Leben pro Level, Armor oder Magieresi. Overall ist das Ganze super cool, weil jetzt kann man Kombinationen mitnehmen, so wie mit Karthus zum Beispiel. Man geht in Sorcery rein mit Precision. Und hat dann nicht diese unnötige Attack Speed, die man eh nicht möchte, obwohl man das Presence of Mind haben möchte. Ist ziemlich cool. Es gibt hier ein Problem, wo ich hoffe, dass Riot es nicht übersieht. Und das ist Magieresi. Nee, nicht Magieresi. Sondern Magic Pen und Lethality. Weil damals, als man die Runen entfernt hat, die einem extra Stats gegeben haben, haben Champions mehr Armor und Magieresi for free bekommen. Jetzt, wo die Champions wieder extra Stats drauf bekommen und Riot das Ganze nicht irgendwie anpasst, indem sie die Pen-Werte erhöhen oder indem sie die Base-Stats der Champions wieder senken, zumindest auf Resistenzen, wäre halt nice, wenn sie das machen, weil sonst ist Magic Pen und Lethality komplett useless. Jetzt kommen wir zu dem Teil, den ich persönlich nicht so mag. Nur mal so im Voraus, Leute, das ist meine Meinung. Wenn ihr anderer Meinung seid, ist das schön und gut, aber kommt jetzt nicht mit unnötigem Flame-Bit in den Kommentaren an. Und zwar möchte Riot, dass Comebacks einfacher sind und sich auch besser anfühlen. Hört sich so erstmal beschissen an, finde ich so, warum sollte ein Comeback einfacher sein, ist ja unfair. Aber die Ziele hier sind klar. Es soll klarer sein, wie man als verlierendes Team ein Comeback hat.
extra Shutdowns für Sachen, die nicht nur Champion-Kills beinhalten. Das bedeutet, wenn ihr den gegnerischen Toplaner tötet, weil er 3 Kills hat zum Beispiel, könnt ihr noch einen extra Shutdown bekommen, weil er, weil er 3-mal einen Tower geordert hat oder irgendwie sowas. Und es soll auch mehr Unterstützung geben, wenn man zwar im verlierenden Team ist, aber trotzdem selbst sehr gut spielt. Hört sich alles erstmal ein bisschen komisch an, aber gucken wir uns doch mal an, wie Riot vorhat, das Ganze ins Game reinzubringen. Gucken wir uns dann doch mal an, wie Riot vorhat, das Ganze einzuführen, ja? Und hier gibt es 3 Ideen. Die erste Idee ist es, Shutdowns soll man im Scoreboard sehen. Das heißt, im Scoreboard steht bei euch 600 Gold oder so, sodass jeder weiß, dass ihr ein 600 Gold Shutdown wert seid. Mich juckt das nicht, ne? Gold durch Minions bzw. durch Monster sollen ebenfalls zu einem Shutdown führen können. Ganz wichtig aber hierbei muss ich auch erwähnen, das passiert nicht in Games, die even sind. Wobei ich mich hier auch frage, ab wann sieht Riot etwas als even an? Der dritte Punkt ist so ein bisschen, Shutdowns für Champions im verlierenden Team sind lower. Das heißt, wenn ihr eine Assassin seid im verlierenden Team, ihr könnt die ganze Zeit YOLO gehen, ja, obwohl ihr Shutdown wert seid, anstatt dass ihr dem Gegner 500 Gold gibt, sind es nur 300. So, finde ich ein bisschen meh, weil ich mir da noch die Frage stelle, ab wann ist denn ein Team ein verlierendes Team? Als reines Beispiel, stellt euch vor, ihr spielt gegen eine super Early Game Comp und ihr seid ein Scaling Team. Ihr seid 2000 Gold behind in der 30. Minute. Das ist gar nichts, weil ihr seid so gesehen das gewinnende Team, weil ihr nur 2000 Gold behind seid, obwohl den Gegner krass outscaled. So, wisst ihr, was ich meine? Ich bin da kein zu großer Fan von irgendwie. Kann auch sein, dass ich mir da zu viel reininterpretiere, aber overall steht hier für mich, wenn du im verlierenden Team bist, geh einfach YOLO, komm, mach dein eigenes Ding, wir kümmern uns darum, dass du trotzdem eine geile Game-Erfahrung hast. Der letzte Punkt, den Riot hat, ist, dass Games schneller enden sollen, wenn man wirklich gute Leads hat. Die Ziele hier sind ganz klar. Dicke Leads sollen dazu führen, dass man mit dem Baron Games enden kann und die Zeit, in der man nichts tut, weil man zum Beispiel auf Minions wartet oder darauf, dass ein neutrales Objective spawnt, soll reduziert werden. Und dafür hat Riot folgende Ideen. Riot hat jetzt folgende Ideen, um auch an ihre Ziele ranzukommen. Minions sollen overall tankiger gemacht werden und auch mehr Movement Speed bekommen. Kenny Minions sollen früher spawnen, was eigentlich auch so gesehen bedeutet, dass man an mehr Gold rankommt, weil Kenny Minions ziemlich viel Gold geben. Und Neutral Objectives sollen viel schneller respawnen. Der Dragon und der Baron sollen eine Minute früher respawnen und der Elder Dragon soll 2 Minuten früher spawnen. Wenn ich mir das Ganze jetzt nochmal so irgendwie selbst anhöre, während ich dieses Video gemacht habe, muss ich meine Meinung wohl doch ein klein wenig ändern, oder? Irgendwie hören sich diese ganzen Änderungen für mich an wie eine pure Shitshow. Also es kann sein, dass ich es übertreibe, kann auch sein, dass es irgendwas gibt, was ich nicht richtig gesehen habe. Ja, ich mache dabei sowas auch Fehler. Und zwar stelle ich mir die Games dann so vor. In High Elo pickst du nur Winning Lanes und einen super starken Early Game Jungler. Ja, Xin oder Jarvan oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Pick Winning Lanes only. Bully die Scheiße aus dem Gegner raus während der Landing Phase für 14 Minuten. Spiel einfach ein sauberes Makro-Game danach und GGS. So, Objectives kommt früher, Drache kommt früher, Elder kommt früher, Nash kommt früher. Bully ihn einfach wirklich komplett raus. In Low Elo sieht das für mich so aus. Pick Skating Champions. Keine Sau weiß, wie man Games endet. Master Yi, der eine Stunde lang im Jungle gefarmt hat und dann GG. Ey, wenn ich mir das jetzt so nochmal anhöre, wird sich in Low Elo, glaube ich, eigentlich nichts ändern, oder? Auf Papier hört sich das Ganze erstmal sau nice an, aber wie gesagt, jetzt wo ich das Video mache, zweifle ich dann doch erstmal ein kleines bisschen dran, dass diese Changes alle zusammen, nicht einzelne Sachen, sondern alle zusammen, wohl doch nicht ganz so nice sind. Aber wie am Anfang des Videos gesagt, sind es nur Testideen von Riot und nichts ist fix. Kann auch einfach sein, dass ich geistig behinderter Abschaum bin, der keine Ahnung von Balancing hat. Aber ja, Leute, ihr könnt ja eure Meinung generell zum Thema in die Kommentare reinschreiben. Ich bin dann aber auch erstmal weg. Tschö, tschö, hau die rein und bis zum nächsten Mal.